Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Quantize-Device. Was man damit machen kann, wie man das einstellt, das zeige ich euch in unserer neuen Serie Bitwig-Devices erklärt in unter 5 Stunden. Aber legen wir doch einfach mal los. So, das hier ist das neue Bitwig-Device, das Quantize-Device, das mit Bitwig 4.1 dazu kam. Und das Device sieht relativ unscheinbar aus. Gehen wir einfach mal drüber. Hier ist der Ein-Ausschalt-Knopf. Dann gibt es hier den Knopf für die Presets. Dann hier der Name des Devices, dass man hier auch nochmal im Inspector verändern kann. Dann klappt man hier die Remote Controls auf, die Fernsteuerung. Da sind drei Steuerungen drin. Dann hier die Leiste für die Modulatoren auf und wieder zu. Und dann ist man schon beim eigentlichen Device mit der Überschrift Intervall, und bei Intervall kann man eben die zu quantisierenden Intervalle angeben. Es fängt an mit Bar, also einen Takt, Halbnote, Viertelnote, Achtelnote, Sechzehntel und so weiter. Dann kommen die gepunkteten, also die gedotteten. Dann kommen die Triplets und die Triplets, also die Triolen. Ich lasse das jetzt einfach mal hier auf Viertelnoten, also Quarter. Rechts nebendran ist der Groove Transport Knopf, wo ich den Groove mit ein- und ausschalten kann. Den Groove findet ihr im Play-Menü hier oben bei Groove, Enable Groove, und dann kann man hier Shuffle und Accent und Phase und alles mögliche einstellen. Ich schalte das jetzt mal wieder aus, weil darum geht das nicht. Als nächstes gibt es einen Drehregler Amount und einen Drehregler Forgiveness, und das war schon mit dem gesamten Device fast, denn das Device hat nämlich noch hier eine weitere Option im Inspector, Delay Notes Off, oder eben in den Remote Controls nochmal hier Delay Notes Off. So, ich habe jetzt hier mal einen Clip erstellt, Shift-Tab, und dann mache ich das hier alles mal so wieder ein bisschen, damit man was erkennen kann. Wo sind meine Noten? Da sind meine Noten. So. Und dann habe ich einen Clip plus einen halben leeren Clip. Und ich mache jetzt nochmal Folgendes, damit das alles schön gleichmäßig ist. Dupliziere ich das nochmal korrekt, sodass jedes erste Sechzehntel vom der Velocity etwas niedriger ist und die darauffolgenden drei Sechzehntel wieder lauter sind, und das bei jedem quasi Viertelschlag in diesem Takt. So, das Ganze hat folgenden Grund. Wenn ich jetzt diesen Takt spiele, plus dann noch ein bisschen Luft hinten raus, und dann müsste ich eigentlich, weil alles quantisiert ist, vier Schläge hören oder vier Noten hören, jeweils auf einen Viertelschlag, und zählen wir einfach mal mit. 1, also ich habe es noch auf langsam gestellt, machen wir 100, so. Also 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir 5 Schläge aus dem einen Grunde. Das Quantize-Device hat alles auf Viertel quantisiert, so wie wir das auch eingestellt haben. Das heißt, dass auf dem ersten Viertel, ganz am Anfang hier vorne, geht eine Note los, die wird gespielt, und das Quantize sagt, okay, hier ist ein Viertel und da darf auch gespielt werden, also spiele ich diese Note, da ist dieses Note on. So, und dann kommen aber noch 3 weitere Noten, die sind aber quasi nicht innerhalb dieses Viertels. Wir hatten jetzt einfach quantisiert auf die nächste Note geschoben. Das heißt, diese 3 Noten werden zusammen mit dieser Note auf diesem quantisierten Viertelschlag gespielt. Also diese ganzen Sechzehntel, beziehungsweise diese 4 Sechzehntel werden jetzt quantisiert auf diesem Viertel gespielt. So. Und das höre ich jetzt auch schön, weil dieses Sechzehntel ist ja leise, genauso wie das erste. Und diese 3 plus das ergibt eben halt dann die Lautstärke von allen 4. Wenn ich das hier vorne mal spiele. Erst ist leise und dann achtet mal auf die Lautstärke von dem. Das heißt, die kommen hier drauf und werden da gespielt. Und deshalb höre ich auch bei den 4
Sechzehntel oder beziehungsweise bei dem Takt mit den quantisierten Vierteln höre ich dann auch hier hinten noch einen Schlag, weil diese drei Sechzehntel hier drauf gepackt werden. Quasi. So, die kommen quasi, sind hörbar dann hier, weil die nach hier quantisiert worden sind. Deshalb höre ich hier 5/4. So, und jetzt haben diese zwei Drehregler am Mount und Forgiveness zwei unterschiedliche Funktionen, und das sieht man auch schön an deren Grundstellung. Amount ist voll aufgedreht und Forgiveness ist voll zu. Nicht aufgedreht. Völlig ungnädig. So. Und in der Hilfe steht, Amount wird quasi rückwärts gezählt. So, jetzt gehe ich wieder auf meine 20 BPM, damit man das schön hört. Und zoome hier so ein bisschen rein. Das heißt, ich habe hier quasi das erste Viertel plus noch so ein bisschen das nächste. Und wenn ich das jetzt hier spiele und zum Beispiel sage, ich möchte 50% Amount haben, was bedeuten würde, das hier betrifft jetzt diesen Bereich, den Amount bewegt. Also von ganz hinten nach vorne 50%. So, und was jetzt passiert, ist Folgendes. Der erste wird gespielt, weil ich habe auf ein Viertel quantisiert. Und ab der Hälfte, also ab 50%, habe ich zwei weitere Sechzehntel. Aber Amount sagt, in den hinteren 50% von deiner Quantisierung kannst du diese beiden Noten gleich verteilt spielen, also auf 50% verteilt. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal spiele, achtet mal darauf, wann diese beiden Noten gespielt werden. Genau hier bei 50%. So, mache ich das Ganze jetzt mit 25%. Das heißt, Amount wird aufgezogen, sodass nur noch 25% quantisiert werden. Also die 25% hier vorne. Passiert Folgendes: 25% Amount von hinten gerechnet, quasi, weil von hinten aufgezogen, nach vorne gezogen. Und jetzt achtet mal darauf, wann welche dieser Noten gespielt wird. Genau. Diese Note wird hier ungefähr gespielt. Diese Note wird in der Hälfte gespielt und diese Note wird hier vorne gespielt. Das heißt, ich habe hier 25% quantisiert und 75% nicht quantisiert. In diesem Bereich 75% wird die erste Note quasi hier gespielt, also bei 75% oder je nachdem, wie rum man das sieht, 25% von dem hier, hier bei 50% und hier bei 75%. Auch immer von hinten hier, also von der gesamten Note gerechnet. Also hier, hier und hier. So, und das kann man natürlich dann beliebig hin und her schieben. Nur mit den 75, 50, 25% ist es halt sehr schön sehbar, was hier genau passiert. Bin mir nicht ganz sicher, ob das ein euklidischer Algorithmus ist oder also diese Gleichverteilung der Töne innerhalb dieses Bereiches. Aber auf jeden Fall kann man da schöne, interessante Rhythmen damit machen. Und bei der Gnade hier unten, bei der Forgiveness, ist das genau andersrum. Ich mache mal Amount halt wieder auf 100%, sodass sauber quantisiert wird. Kommt hier nochmal der. Ziehe ich zum Beispiel auf 50%, dann sage ich, der Bereich wird nicht quantisiert, das heißt, da spielen die Noten
die zwei werden wieder auf den nächsten Bereich quantisiert, bei 75%. Ich nehme das mal auf, damit man das schön sieht. Jetzt kommt eine kleine Besonderheit, nämlich 2, 3, 4. Wobei wir ja gesagt haben 75%, aber hier ist 75%, genau hier am Anfang von 75% fängt eine Node On-Off. Also liegt das noch genau in diesem Bereich, den ich definiere. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, drei Viertel spielen nicht quantisiert haben möchte, aber das letzte Viertel quantisiert haben möchte, dann muss ich hier 74 oder 74,9 eintragen. Das heißt, ganz kurz davor quasi, sodass die letzte Note nicht in diesen unquantisierten Bereich reinkommt. Die wird dann wieder auf die quantisierte Seite gezogen. Das sollte man nur wissen. Und bei 50% ist genau dasselbe. Das heißt, ich muss hier auf 49 oder 49,9 gehen, damit nicht die nachfolgende Note hier gleich gespielt wird, also ein bisschen vorne dran. Das heißt, ich habe wieder hier diesen unquantisierten Bereich und diesen quantisierten Bereich, wo diese beiden Noten wieder auf den draufgepackt werden. So, und jetzt habe ich bei dem Ganzen mal so ein bisschen ein paar Effekte dazu gemacht und ich habe dann auch zum Beispiel hier einen Arpeggiator vor den Polymer gepackt und vor den Quantize. Für das Hi-Hat habe ich dann nochmal ein Note-Repeat gepackt, habe hier nochmal eine Snare mit einem Note-Repeat vor das Quantize gepackt und dann kann man mit ein bisschen Effekten, ich habe hier noch so einen Reverb drin und an der Stelle habe ich noch einen Delay drin, ich glaube bei den Hi-Hats, kann man dann zum Beispiel sowas zaubern. Wenn ich jetzt hier bei dem Polymer hier rumspiele mit dem Quantize, quantisiere ich hier das Arpeggio. Wenn ich den Quantize zum Beispiel ausmache, dadurch, dass ich mit diesen Reglern stufenlos arbeiten kann, kann ich halt quasi von der harten Quantisierungseinstellung weiche Übergänge zum Beispiel gerade im Rhythmus hinkriegen. Mir zum Beispiel auch mal Rotate. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel mal 13 Sechzehntel mache und die hart quantisiere, ist das hier. Wenn ich jetzt langsam die Gnade walten lasse, kann ich quasi ein rhythmisches Fade-In machen von den Hi-Hats. Ist die Frage, ob es 13 Sechzehntel so entspannt sind. Aber ich kann ja hier nochmal den mal auf 0 hier.
und kann eben so wunderbar diese rhythmischen Fade-ins machen. Das war schon an der Stelle. Also wie gesagt, das Quantize ist jetzt vielleicht auch für einen Live-Einsatz, damit man jetzt auch die ganze Note auch zur richtigen Stelle trifft oder sowas, ganz, ganz hilfreich. Aber ich glaube, als Kreativtool ist es wesentlich besser einsetzbar und man kann hier wunderbare Sachen schaffen, nicht nur Fade-Ins lautstärkemäßig, sondern auch rhythmische Fade-Ins zum Beispiel. Oder einfach komplett Rhythmen neu bauen in Kombination eben mit dem Note Repeat, den Arpeggiator, dem Quantize oder was ihr immer noch zur Verfügung habt. Ja, das war schon an der Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind tatsächlich unter 5 Stunden geblieben. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr fleißig kommentiert. Ansonsten, ja, wenn es keinen interessiert, dann muss ich das ja nicht weitermachen. Also kommentiert. Kommentiert freudig oder unfreudig. Und eine Sache noch. Delay Notes off. Das habe ich noch nicht erklärt. Das hier auch in den Fernsteuerungen drin ist. Und zwar, wenn Notes ja delayed werden, also das heißt quantisiert werden, dann wird das Note off, also wann die Note dann nicht mehr gespielt wird, auch mit verzögert. Das heißt, die Länge der Note wird insgesamt verzögert. Aber wenn das Delayed Note Off nicht mit verzögert wird, dann kann es sein, dass die Note gar nicht gespielt wird, weil das Note Off schon da war. Also das wäre auch nochmal eine rhythmische Spielerei, die man quasi benutzen kann, um vielleicht Rhythmen oder eben auch bei Melodien einsetzen zu können. So, das war es jetzt aber wirklich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.